Dieses Osdorff wird reingraviert richtig ins Gehirn von den Jugendlichen. Alle sind Osdorff-Fanatiker. Wenn sie hier reinziehen, dann werden sie alle Fanatiker. Man kann keine Gegend mit hier vergleichen. Die sind einfach ganz anders drauf. Ganz komisch, die Jungs hier. Aggressiv. Mist, was wirfst du? Da wolltest du das, oder? Ich bin Recep Soylu, bin wegen Mordes zu lebenslang auf verurteilt worden und bin seit Jahre 1992 im Haft. Jetzt ist Ruhe. Bitte nicht sprechen. Das muss nicht sein. Ich habe natürlich nicht nur ihm, ich habe auch seine Tochter umgebracht. Heftig darüber, ja? Ganz, ganz heftig. Heißt für mich und für meine Kinder so, indem ich eng ein Abitur mache, entweder auf dem Wirtschaftsgymnasium oder mein Fachabi. Und wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich immer auf die andere Bahn rüber und versuche mein Geld auf illegale Weise zu machen.